In was für einer Gesellschaft leben wir, dass öffentliche Debatten zum Tod von Menschen führen können? Was passiert mit einer Gesellschaft, in der die Häme über die Zerstörung von Karrieren und Leben überwiegt und im politischen Kampf nicht mehr Positionen, sondern Menschen direkt angegriffen werden? Nicht auf sachlicher Basis, sondern im Zuge von Schmutzkampagnen, die bis auf die privatesten Ebenen abzielen. Vor wenigen Stunden wurde der unterkühlte Körper der SZ-Vize-Chefredakteurin am Inn gefunden. Und beinahe wäre sie ein Opfer dieser gnadenlosen Gesellschaft geworden, in der wir jetzt scheinbar leben. Und darüber müssen wir sprechen, denn es macht mir große Sorgen. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du davon hörst, dass eine Frau verschwunden ist und man einen Abschiedsbrief gefunden hat? Ist es vielleicht, tja, geschieht ihr recht, schließlich wollte die Frau ja Menschen dazu zwingen, sich gegen Covid impfen zu lassen. Den meisten Menschen steigt jetzt bestimmt die Kotze die Kehle hoch, aber wenn man auf Twitter guckt, dann sieht man genau das, dutzende Male und noch ganz andere Kommentare. Entmenschlichung und Hass. Zumindest für den Diskurs im Internet kann man sagen, Angriffe auf Einzelpersonen sind entgrenzt und Moral steht ganz hinten an. Aber es gibt nicht nur diese Stimmen. Es gab auch die Stimmen, die sagten, an Julian Reichels Händen klebt jetzt Blut. Und auch das war problematisch. Aber lasst uns von vorne anfangen, was ist überhaupt passiert? Leute, es gibt viele Möglichkeiten, einen Gegner zu zerstören. Bei öffentlichen Personen ist es sehr effektiv, die Glaubwürdigkeit zu zerstören. In Deutschland sehr beliebt ist, Plagiatsvorwürfe gegen Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere Politiker, einzusetzen. Während solche Anschuldigungen noch vor ein paar Jahren vielversprechende Spitzenpolitiker zu Fall bringen konnten, man schaue nur auf KT zu Guttenberg, hat es mittlerweile Franziska Giffey, ehemals Dr. Giffey, nicht davon abgehalten, trotzdem Oberbürgermeisterin von Berlin zu werden. Und es gibt einen inoffiziellen Berufsstand, der selbsternannten Plagiatsjäger. Ich könnte jetzt zig Fälle runterbeten, wer alles da erwischt wurde und wann und wer nicht und welche Folgen das für die einzelnen Personen hatte, aber das wäre schon wieder ein eigenes Video. Also habe ich hier mal eine kleine Tabelle gebaut, um so die bekanntesten Fälle mal zusammenzufassen für euch. Die blende ich euch jetzt hier mal ein. Ja, es sind schon ganz schön bekannte Leute dabei. Menschen mit Einfluss können sich also nicht sicher sein, dass sie nicht auch zum Ziel dieser Überprüfung werden. Die meisten Überprüfungen, die fanden 2011 statt. Und Hauptgrund war damals, dass Guttenberg seinen Fall so medial breit getreten hatte und so katastrophal damit umgegangen ist. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Dass in der Folge das Gutenplag-Wiki entstand, das seine Arbeit sehr erfolgreich auf Plagiat untersuchte. Nach dem Fall Guttenberg hörte diese Gruppe aber nicht auf zu existieren. Aus ihr ging dann nämlich das Vroni-Plag Wiki hervor. Vroni von Veronika Sass, der Tochter von Edmund Stoiber, deren Arbeit als erste überhaupt so richtig untersucht wurde und die überprüfen wissenschaftliche Arbeiten oder Dissertationen en Detail auf Plagiate. Nach Aussage des Vroni-Plag-Wiki handelt es sich bei der Suche um ein wissenschaftliches Projekt ohne politische oder kommerzielle Interessen. Das hat allerdings wieder nichts mit vroniplag.de vom Kaufmann Martin Heidingsfelder zu tun. Dieser wurde im November 2011 dauerhaft von Vroni-Plag-Wiki ausgeschlossen und Grund war unter anderem dessen Selbstinszenierung Vroni-Plag allein gegründet zu haben. Und das ist für uns wichtig, denn Heidingsfelder tat in der Folge etwas, was ihm andere nachmachen sollten. Er gründete seine eigene Seite, vroniplag.de, und da tat er etwas, das von den Werten der Seite bis dato unvereinbar schien. Er kommerzialisierte seine Dienste. Ein anderer aus dem Umfeld von Vroni-Plag-Wiki war jedoch noch viel erfolgreicher. Stefan Weber, auch genannt Plagiatsjäger, also selbst so genannt auf Twitter. Stefan Weber. Moment, der Name sagt mir was. Ach so, ist das nicht der, der Baerbocks Buch zerstört hat 2021? Da gab es damals Vorwürfe, dass es eine Rufmordkampagne gewesen sei. Boah, aber wieso? Weil er schon zusammen mit anderen, in Zitat, Bloggern wie dem neurechten Informatiker und Autor Hartmut Danisch auf Ungereimtheiten in Baerbocks Lebenslauf hinwies. Er hat sich aber auch das Buch von Armin Laschet angesehen und auch bei Olaf Scholz hat er nach eigenen Angaben Fehler gefunden. Man könnte also sagen, er ist seit Jahren ein Star der Szene mit einem besonderen Fokus auf etablierte Parteien. Und er hat heute eine eigene Seite und ein eigenes Team und will nach eigenen Angaben sogar über 1000 Arbeiten im Fremdauftrag einen Plagiatscheck unterworfen haben. Und in 13 Fällen haben diese zur Aberkennung des akademischen Grades geführt. Es ist also eine Passion, aber auch eine Profession. Es ist wirklich ein Geschäftsmodell. Allerdings ein Berufsfeld, das meistens mit Anonymität einhergeht. Weber agiert aber lieber unabhängig von diesem Kollektiv, von dem er stammt. Mit den selbstgefassten Prinzipien dieses Kollektivs ist das natürlich nicht vereinbar im Hinblick auf kommerzielle Absicht und Einmischung in politische Angelegenheiten. Und so ganz abgeneigt scheint er dem rechten Rand gegenüber nicht zu sein. Wie ich darauf komme? Sagen wir so.
ich habe hunderte Tweets von ihm gelesen und einige sind doch ziemlich eindeutig, und zwar in Bezug darauf, was seine politische Einstellung angeht. Der hier etwa, oder der hier. Der ebenfalls. Mitunter verweist man auch auf andere in der Szene. Ja, super, da muss man sich da selber nicht die Finger schmutzig machen und es selber ausdrücken. Natürlich habe er sich auch im Zuge der Plagiatsaffäre um Alice Weidel geäußert. Da gab es sogar Verschwörungserzählungen. Wer hätte das gedacht? Zumindest da ist eine klare politische Haltung herauszulesen, oder was meint ihr? Ist das jetzt relevant? Wieso reden wir jetzt über diesen Typen? Wartet mal ab, er spielt jetzt gleich eine große Rolle. Es scheint jedenfalls keine Fantasie aus House of Cards zu sein, dass man belastendes Material über den politischen Feind sammelt, um es genau zum richtigen Moment zu veröffentlichen. Und da kann ein Plagiatsgutachten natürlich auch sehr gut helfen. Aiwanger hat den Skandal mit dem antisemitischen Flugblatt gekonnt zu einer politischen Kampagne gegen seine Partei uminterpretiert. Genialer Schachzug, um die Leute hinter sich zu vereinen, und diesen Move im Endeffekt zu dem richtigen Zeitpunkt diese Veröffentlichung durchzuführen, in einen Sieg umzumünzen. Und mittlerweile scheint sich das Blatt gewendet zu haben, was solche Kampagnen angeht. Veröffentlichungen wie die über die Flugblätter von Aiwanger scheinen manchmal den Personen sogar zu helfen. Aber das ist abhängig vom Zielpublikum. Ist dein Zielpublikum sowieso kritisch gegenüber dem Establishment und du kannst ihnen glaubhaft klar machen, dass du nicht dazugehörst, obwohl du Wirtschaftsminister von Bayern bist, dann kann es sein, dass es einfach an dir abprallt. Weber selbst hat das erkannt und spekuliert, ob Weidel diesen Zug als Marketing-Trick für sich selbst angewendet hat. Leute, diese Leute machen mich fertig. Anders als im Verschwörungsspektrum oder für Reichelt-Fans gilt für Menschen, die Informationen und Fakten für ihr Weltbild brauchen, Glaubwürdigkeit und Integrität sind alles. Und es beschädigt nicht nur die Zeitung, sondern am Ende die ganze Glaubwürdigkeit der Medien in Deutschland. In Gänze, das von der Gegenseite als Establishment bezeichnete Mediengeschäft. Umso einträglicher, eine derartige Kampagne zu entwickeln für diese andere Seite. Und genau das scheint hier passiert zu sein. Dieser Fall ist wirklich was Besonderes. Es geht nicht um eine Politikerin, sondern um die Vize-Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, Dr. Alexandra Fördel-Schmidt, die mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wurde und dadurch unter sehr hohem Druck stand. Schon am 18. Dezember 2023 wurde Fördel-Schmidt erstmals indirekt Plagiatsvorwürfe durch einen Artikel von Medieninsider gemacht. Sie habe Textpassagen von Artikeln wie Springers Welt oder der Bundeszentrale für politische Bildung übernommen, ohne dies korrekt zu kennzeichnen. Dies sei mit einer Plagiatssoftware überprüft worden und sie habe bei 3 Artikeln 11-mal angeschlagen. Am Anfang der Woche wurde bekannt, dass Stefan Weber in Fördel-Schmidts Dissertation einige Plagiate gefunden haben will. Fördel-Schmidt zog sich dann vorübergehend aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. Und nun kam heraus, beauftragt wurde Weber von News. Ja, das mit Reichelt in Verbindung stehende Online-Medium, das als rechtspopulistisch eingestuft und vom Milliardär Frank Gotthardt finanziert wird, der als Förderer Reichelts gilt. Na, kurz off-topic. Ich finde das so geil, wie diese ganzen Leute sich gegen eine vermeintliche Elite aufputschen lassen von Medien und Parteien, die von Milliardären geschaffen wurden, um ihre Interessen durchzusetzen. Ihr seid solche Schafe. Ohne Witz. Wie kann man euch noch helfen? Apropos ohne Witz. Donnerstag folgte dann plötzlich die Schocknachricht. Fördel-Schmidt gilt als vermisst. Die Polizei berichtete, man habe ihren PKW nahe des Flusses Inn sowie einen Abschiedsbrief gefunden. Wollte Fördel-Schmidt ihrem Leben ein Ende setzen? Und mit dieser Nachricht, Leute, veränderte sich die Perspektive auf diesen Fall für mich, denn das Ausmaß dessen, was um diese Meldung herum passiert ist, das war mir nicht bewusst. Und auch diese Bedeutung um dieses Plagiatsjägertum. Und deswegen habe ich mich da ein bisschen reinbewegt. In der Folge kam es zu einer Suchaktion und einem Schlagabtausch auf Twitter. Und der Ton, der dabei an den Tag gelegt wurde, der war in weiten Teilen, ich sag mal, unter aller Sau. Sowas wie Rache für Alice Weidel. Das war noch zahm. Manche nahmen die Meute in Geiselhaft. Das hier hat mich stark an Whataboutism erinnert. Natürlich darf auch die Täter-Opfer-Umkehr nicht fehlen. Logisch, genau. Die Unterstellung, sie sei ein Opfer ihrer selbst geworden. Andere sagen unverhohlen, geschieht ihr Recht, hat sie verdient. Und auch eine, schade, wird wohl nichts mit eurer Märtyrerin, was? Auch das war dabei. Der ältere Tweet, der ausdrückt, sie würde jetzt zur Märtyrerin gemacht, wurde auf dem Kanal inzwischen allerdings gelöscht. Respekt, das muss man unter einem von Elon Musk geführten Twitter erstmal hinkriegen, so einen Post verschwinden zu lassen. Zugleich gab es aber auch Stimmen, die ihr Bedauern und Entsetzen zum Ausdruck gebracht haben und davon auch nicht zu wenig. Ein User hat vermutlich aufgedeckt, was Fördel-Schmidt wohl mit der Aussage zumindest ist diese Jagd vorbei in ihrer Mail an Weber gemeint haben könnte. In einigen Tweets wurden Reichelt und News dann aber etwas voreilig als Schuldige hinter dem möglichen Suizid von Frau Fördel-Schmidt angesehen. Der Vorwurf, eine vermisste Person nicht gleich für tot erklären zu müssen, ist gerechtfertigt.
gerechtfertigt, Leute. Denn glücklicherweise wurde Förderschmied lebendig gefunden. Sie sei unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht worden, aber sie lebt. An dieser Stelle, und ich bin mir sicher, an dem Punkt werden mir alle zustimmen, großes Dankeschön an Polizei und Feuerwehr, weil ohne deren tatkräftigen Einsatz das vermutlich nicht so glimpflich ausgegangen wäre. Und damit zurück zu Twitter, wo man ihr Auffinden auf solch geschmacklose Weise kommentiert. Leute, was sind das für Menschen? Wie wenig Anstand ist in manchen Leuten zurückgeblieben? Dieser Herr hier hat es meines Erachtens nach auf den Punkt gebracht und ich stehe hinter dieser Aussage zu 100%. Was mir auffällt, ist, dass im Sprech der hämischen Kommentare der potenzielle Tod von Förderschmied scheinbar einfach billigend zur Kenntnis genommen wurde. Empathie, Bedauern, Mitleid, die Hoffnung, dass sie noch lebend gefunden werden kann, sowas sucht man vergebens. Im Kulturkampf geht es um die Vernichtung des Gegners. Wir beschäftigen uns hier nicht mit einem akademischen Thema, wo wir über Diskurse sprechen, das hat alles Auswirkungen auf unser Leben. Ha, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Wäre es nicht total lustig, wenn hinter all dem viel mehr stecken würde, als man denkt? Wollt ihr mal so eine richtige Verschwörungstheorie hören? Wir machen das mal so, wie die andere Seite im Kulturkampf, ne? Okay. Was, wenn sich der Medieninsider irgendwie Zugang zu Informationen aus der SZ verschafft, vielleicht sogar einen Maulwurf einschleust und Stefan Weber seine Dienste als williges Werkzeug angeboten hat, um an Förderschmied ein Exempel zu statuieren. Und das alles hängt zusammen mit dem Plagiatsvorwurf gegen Alice Weidel. Warte. Es gibt Anhaltspunkte. Am 15.12. war die SZ die erste Quelle, die von dem Plagiatsvorwurf gegen die Doktorarbeit von Alice Weidel berichtete, mit einem entsprechend großen Artikel. Ein weiterer Artikel erschien auch am selben Tag, wenig später um 16.16 Uhr. Die Zeit ist wichtig, denn alle anderen großen Medien, die darüber berichten, taten dies erst deutlich später. 8:30, 9:00 am Abend. Auch Weidels Stellungnahme erfolgte erst deutlich nach dem SZ-Artikel, nämlich 17.30 Uhr am selben Tag. Wusste die SZ etwas, was der Rest noch nicht wissen konnte? Trotz Aufforderung der AfD-Anwälte weigerte sich die SZ, ihre Quellen zu nennen. Bayreuth habe erst aufgrund eines Hinweises eine Untersuchung der Arbeit von Weidel initialisiert. Der Auftraggeber sei der SZ nicht bekannt gewesen, ebenso wenig die beiden Gutachter. Hatte sich die SZ verraten, da sie zuerst über die Vorwürfe gegen Weidel berichtete? Nur 3 Tage später, am 18.12.2023, berichtete dann der Medieninsider, dass Förderschmied in mehreren Artikeln dezent plagiiert habe. Im Zuge der Medieninsider-Recherche habe Weber erst beim Medieninsider angeboten, ein Gutachten zu erstellen, dann bei News, weil Medieninsider wohl kein Geld habe. Das muss schon am 18. oder am 19.12. passiert sein, denn bei Turi 2 wurde am 19.12. darüber berichtet. Ist der Umstand, dass diese beiden Plagiatsvorwürfe in so kurzer Abfolge erging und es sich um die SZ gedreht hat, etwa Zufall? Vielleicht. Denn die Artikel wurden von Roland Preuß verfasst. Warum sollte man dann Dr. Förderschmied als Ziel nehmen? Nun, zum einen ist sie die einzige im Führungsgremium der SZ mit Doktortitel. Man kann also nur sie auf dieser Ebene angreifen. Aber noch viel interessanter, sie ist seit ihrer Artikel zur Zeit der Pandemie auf dem Schirm rechtsextremer Kräfte. Und dann kommen wir auch nochmal zu diesem Maulwurf. Denn die SZ ist überzeugt, dass es einen gab. Denn es gilt als gesichert, dass 2-mal vertrauliche Informationen nach draußen flossen, die dann nahezu wörtlich zitiert nur wenige Tage später beim Medieninsider auftauchten. Die erste Redaktionskonferenz der SZ fand am 20.12.2023 statt. Der Medieninsider berichtete teils wörtlich am 21.12. Die zweite Konferenz der SZ war am 30.01., wo die Mitarbeiter darüber aufgeklärt wurden, dass man versucht hatte, das interne Leck ausfindig zu machen. Und guess what? Am 2.02. erschien ein weiterer Artikel des Medieninsiders. Schon ein Zufall, oder? Medieninsider berichtete im Artikel vom 21.12. sogar von der Verschwörungstheorie, die man in der SZ entwickelt habe, dass an diese Informationen nur ein Maulwurf gelangen konnte. Nachdem die SZ verweigerte, die Quellen im Fall Weidel zu nennen, könnte man so in Zukunft sowas vielleicht einfacher in Erfahrung bringen oder das zumindest die SZ glauben lassen. War das ein direkter Angriff von rechts, um die SZ in Schockstarre zu versetzen und zu diskreditieren? Wir sehen ja eine Unterwanderung auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Wieso also nicht auch da? Primäres Ziel sind etwa Vereine und Verbände, konkret beispielsweise die Feuerwehr. Die Kirchen werden von rechten Christen ebenso unterwandert, man bezeichnet einige von ihnen als Angstprediger. Auch die Bauernproteste wurden in Teilen unterwandert. Selbst die Demokratie als Ganzes fällt dem zum Opfer, indem sich Reichsbürger und rechtsextreme Aktivisten im ländlichen Raum ansiedeln und dort ihre demokratiefeindlichen Grundwerte und Rechte anderer Menschen
ablehnende Ideologie verbreiten und das eben nicht so richtig beobachtet werden kann, weil es so abgeschieden ist. Und sie kaufen hier im Osten ständig Schlösser und Burgen. Wie soll dann noch eine für mich übrig bleiben? Spaß beiseite. Mitglieder der identitären Bewegung bekommen Posten bei der AfD und sitzen direkt im Herzen unserer Demokratie. Es liegt also nicht fern, dass eine Unterwanderung auch im Journalismus stattfindet. Wegen dieses Verdachts hatte die SZ Maßnahmen ergriffen, um das Leck zu finden. Zitat: Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat ließ die SZ-Chefredaktion überprüfen, ob es Datenverkehr zwischen den IP-Adressen der Redaktion und des Branchendienstes gegeben habe. Diese Überprüfung erbrachte kein Ergebnis, weitergehende Maßnahmen erfolgten nicht. Behauptungen, wonach Telefongespräche, E-Mails und so weiter durchforstet worden seien, wies die SZ von sich. Dies seien Falschbehauptungen, die auch beim Medieninsider so übrigens nicht auftauchten, sondern nur bei den Medien, die diese Behauptung verbreiteten und sich dabei auf den Medieninsider beriefen. Weswegen die SZ dann auch Anwaltspost an alle, die diese Falschdarstellung verbreiteten, rausschickte. Nicht aber an den Medieninsider, der ja die Quelle für die anderen Blätter war, etwa die Berliner Zeitung oder die Organisation Reporter ohne Grenzen. Scheint, als ob der Medieninsider besonders gut Bescheid weiß, was da los ist. Witzigerweise meint der Anwalt der SZ, die SZ-Chefredaktion habe gar nicht behauptet, rechte Fake-Medien würden eine Kampagne gegen die SZ fahren. Eine Kampagne von rechten Fake-Medien gegen die SZ, da sie die ersten waren, die von den Plagiatsvorwürfen gegen Weidel berichtet haben, vielleicht sogar die Auftraggeber waren? Schließlich war der Autor der SZ-Artikel vom 15.12.2023, Roland Preuß, auch jemand, der nach eigener Aussage die Plagiatsfälle Gutenberg und Schawan recherchiert habe. Wie genau er an diese Infos kam, um diesen gigantischen Artikel zu schreiben, ist mir schleierhaft. Hier ist aber auch jetzt tatsächlich Schluss mit den Fakten und auch Schluss mit unserer kleinen Verschwörungsgeschichte. Schon alles ziemlich mysteriös, nicht wahr? Offensichtlich ist aber der offene Kampf auf Twitter. Wenn man sieht, wie sich die Eskalationsspirale dort entwickelt hat, wie enthemmt da manche voneinander schreiben und wie vor allen Dingen rechtsextreme User dort jene, die ihr Bedauern über das Verschwinden von Föderl Schmid ausdrücken, regelrecht entmenschlichen, dann könnte man vielleicht erkennen, dass die Arbeit von News und Reichelt so langsam echte Früchte tragen könnte. Wer exemplarisch einmal erleben will, wie eine gespaltene Gesellschaft aufeinander einschlägt, wie das Schwarz-Weiß-Denken, die Wir-gegen-die-Rhetorik sich in unserem Alltag Bahn bricht, und zwar nicht von Medienhäusern und Parteien, sondern von Menschen wie euch und mir, der muss nur mal schauen, was auf Twitter abgeht. Und all dieser Hass bricht sich Bahn, weil diese User immer nur nach einem Aufhänger suchen, denn scheinbar ist an den Vorwürfen nicht mal etwas dran. Natürlich, wenn eine Arbeit wirklich ein Plagiat ist, dann sollte das veröffentlicht werden und es sollte Konsequenzen geben. Aber so funktioniert die Arbeit von Plagiatsjägern wie Weber ja gar nicht. Ja? Bereits Anfangsverdacht wird großflächig verbreitet und diskutiert. Mit einem wissenschaftlichen Herangehen hat das nichts zu tun. Es ist in jedem Fall eher eine mediale Hexenjagd, auch wenn es um Weidel geht. Genau, auch da war die hämische Reaktion vorab absolut nicht gerechtfertigt. Schwierig, moralisch besser dazustehen, wenn man dieselben Mittel nutzt, nicht wahr? Allein die Selbstzuschreibung Jäger ist an Hybris und Selbstermächtigungsfantasie nicht zu überbieten. Der Batman des Copy and Paste. Lange vor dem Endergebnis scheint das Urteil klar. Ist das wirklich so klar? Ja? Laut der eigenen Überprüfung der Historikerin und Autorin Barbara Todd sei an den Plagiatsvorwürfen gegen die Dissertation nicht mal was dran. Für Details lest gern nach. Und auch Medieninsider gab nur an, dass die Stellen laut Plagiatsoftware leicht oder mäßig umgeschrieben seien. Nur in einem Fall gab es eine exakte Übereinstimmung. Und wenn man dann noch merkt, dass Föderl Schmid begründete, dass diese Stellen eine Übersetzung der Hamas-Charta seien, verwundert es dann noch irgendjemanden, dass manche Passagen nahezu wortgleich sind? Das ist so bei Übersetzungen. Hier steht Aussage gegen Aussage. Nur dass die eine Aussage immense Konsequenzen hatte und der Schaden nicht wieder gut zu machen ist. Die SZ selbst haben jetzt Stefan Klusmann als Prüfer engagiert, um ihrerseits die Vorwürfe zu prüfen. Aber es geht ja darum, ob es eine Kampagne war, wie auch Weidel kundtat, als man ihre Arbeit prüfte. Handelt so ein Plagiatsjäger, ein Stefan Weber, politisch motiviert? Ein Hinweis darauf, dass es so sein könnte, haben wir bereits dadurch erhalten, dass er übrigens aus eigenem Antrieb auf News zugegangen ist und sie um Finanzierung seiner Prüfung gebeten hat. Weitere Hinweise erhalten wir ganz simpel auf Twitter. Gleich mehrfach hat er Weidels Freispruch verkündet. Zudem folgt er Personen wie Christopher F. Rufo, der in seinem Buch America's Cultural Revolution von einer konservativen Konterrevolution träumt. Er folgt und verlinkt auch news.de sowie den User Argonerd. Der ist nicht nur in der rechten Szene unterwegs, sondern scheinbar auch mit dem Who's Who, der mindestens rechts offenen Journalisten gut vernetzt. Boris Reitschuster, Roland Tichy,
ja, ne, von Tichys Einblick, Henning Rosenbusch und natürlich Julian Reichelt. Also eine ziemlich eindeutige Informationsblase, in der er sich bewegt. Kann natürlich sein, dass er nur ab und an mal sehen will, wie saubere journalistische Arbeit nicht funktioniert. Denn Julian Reichelt schreibt wohl angeblich auch gerne mal ab, und zwar vom Öhr. Schon lächerlich, ne? Hat ihm niemand gesagt, dass sie dort alle linksgrün versifft sind? Keine gute Quelle für dich, oder Julian? Aber was sagt uns das alles jetzt über Weber? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erste. Er könnte in Söldnermanier für den, der bereit ist zu zahlen, seine Dienste anbieten. Ob das jetzt moralisch ist, das kann jetzt jeder selbst einschätzen. Möglichkeit 2 wäre, Weber ist bewusst, mit wem er sich einlässt und dass er sich da freiwillig zum Werkzeug rechter Kulturkämpfer machen könnte. Ironisch ist das auch, dass jemand, der auf der Suche nach Wahrheit und Anstand gerade bei News klopft. Würde ich jetzt eine Sprache an den Tag legen wie Hoss und Hopf oder Reichelt, ja? Würde ich jetzt sowas sagen, Moment, ich begebe mich jetzt mal satirisch in diese Rollen, ja? Achtung, da sehen wir, wie eine rechtsradikale, von Milliardären finanzierte Medienelite Menschen, die für freie Meinungsäußerung und die Rechte der braven deutschen Bürger kämpfen, mit Schmutzkampagnen und von extremistischen Milliardären bezahlten Organen mit Stasi-Methoden in den Selbstmord treiben wollen. Habe ich erwähnt, dass das Milliardäre sind, die im Hintergrund stecken und das bezahlen? Ja. Aber Gott sei Dank bin ich nicht so. Deswegen sage ich nur Folgendes. Wenn jemand, der die herrschenden Verhältnisse öffentlich als untragbar darstellt und sich von einer Plattform bezahlen lässt, die das genauso sieht und nicht von einer neutralen Seite, mit dem Ziel, eine Person zu Fall zu bringen, die die herrschenden Verhältnisse nicht für untragbar hält, dann hat das so ein leichtes Geschmäckle, oder? Kommen wir mal zu meiner Meinung und meinem Fazit. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Schlaglicht darauf, wie es aktuell um unsere Diskurskultur und um unsere Gesellschaft bestellt ist. Die Dramatik der Ereignisse, die ist schockierend. Zuerst, und das finde ich ganz wichtig, Leute, wir wissen nicht, was genau der Hintergrund von Föderl-Schmieds Entscheidung war. Dass dies alles nun so bloß in der Öffentlichkeit liegt, das macht es fast noch schlimmer. Solltet ihr gerade strugglen, ich blende euch hier nochmal ein, an wen ihr euch wenden könnt. Wieder einmal zeigt sich einfach erschreckend, wie unsere Neuigkeiten zu konsumieren und zu verbreiten eigentlich eine Menschenmühle sind, in der die Besprochenen am Ende entmenschlicht werden und sich die Mechanismen von Social Media perfekt nutzen lassen, um einen Gegner zu vernichten. Für mich persönlich, ja, ist das von einem Milliardär finanzierte News nichts weiter als ein Kampagneninstrument im Kulturkampf. Mit dem Ziel der Desinformation und der Zerstörung einer faktenbasierten Informationsgesellschaft. Und wir werden uns damit noch ausführlich auseinandersetzen, keine Sorge. Weber ließ sich von dieser Seite bezahlen. Ich schließe daraus, dass er d'accord ist mit dieser Agenda. Selbsternannte Plagiatsjäger wie Stefan Weber nutzen ihren Ruf, um eine von rechten Online-Medien finanzierte Kampagne gegen Qualitätsjournalisten loszutreten und nehmen so indirekt politischen Einfluss. Es könnte sein, dass eine Frau sich möglicherweise ein Ende bereitet hätte, angestachelt von rechten Gesinnungsgenossen, die ihren Fall nutzen wollten, um Rache für die Plagiatsvorwürfe an Weidel zu nehmen, um ein Exempel zu statuieren. Ob an den Vorwürfen gegenüber Föderl-Schmied im Endeffekt überhaupt etwas dran ist, das ist noch gar nicht klar. Genau wie bei Weidel sind Ungenauigkeiten aufgefallen. Das Ergebnis kann am Ende dann auch dasselbe sein, dass es nicht reicht, um diesen Titel abzuerkennen. Aber darum geht es nie. Es geht immer nur um das Argument, was man nutzen kann, um den Gegner zu vernichten. Twitter ist der Schützengraben im Kulturkampf. Wir erleben dort eine Entgrenzung der Sprache, die in Teilen wirklich düstere Vorahnungen aufkommen lässt. Eine Entmenschlichung von Gegnern und eine Verzerrung der Realität bis zur Unkenntlichkeit, um wieder mehr Munition gegen die Gegner zu produzieren. Und da gehört eben auch zur Kritik, dass im Gegenzug zu früh zu schwere Anschuldigungen und Verdächtigungen gegenüber Reichelt und Nius losgetreten wurden und eine Frau für tot erklärt wurde, die noch am Leben war. Die meisten seriösen Medien hielten sich mit diesen Verdächtigungen zurück, aber auf Social Media sah das anders aus und auch das fand ich wirklich gruselig. Dieser Punkt, der muss kritisiert werden. Ich finde aber, er verblasst gegenüber dem, was von der Gegenseite ausging. Entmenschlichung, Diffamierung, Beleidigung bis hin zu Volksverhetzung waren dabei. Der mögliche Tod von Föderl-Schmied wurde billigend zur Kenntnis genommen und als, tja, geschieht ihr Recht, abgetan. Und das kam von ganz gewöhnlichen Menschen da draußen. Und darin, finde ich, sieht man eben doch, dass sich Leute wie Reichelt nicht aus der Verantwortung ziehen können. Denn ich finde, Leute wie er haben diesen Jargon in dieses Land getragen, salonfähig gemacht. Ja? Worte wie linksgrün versifft, linker Abschaum, fabulieren von Extremisten gegen die AfD und weit schlimmere Begriffe, die ich hier auf YouTube am besten nicht sage. Falls sich jemand irgendwie wundert, was gemeint ist mit Aussagen wie die Grenzen des Sagbaren wurden nach rechts verschoben, das ist es,
was gemeint ist. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen. Die Grenzen des Sagbaren auszureizen, ist Teil der neurechten Strategie. Wenn ich mir ansehe, wie die Leute sich online in Worten radikalisieren, dann bereitet mir der Tag, an dem Worte zu Taten werden, wirklich Sorge. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr euch auch an der Twitter-Schlacht beteiligt? Seid ihr vielleicht auch etwas zu voreilig gewesen? Sagen wir so, es ist nie zu spät, da nochmal drüber nachzudenken. Nicht wahr?